Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Hollow. Ich bin der Korken und wir spielen hier mal wieder ein bisschen Minecraft, würde ich sagen. Ne? So, für diese Episode, beziehungsweise nachdem ich mich in den letzten beiden Episoden ja sowas wieder nur aufgeregt hatte, ja, dachte ich mir, ich könnte ja jetzt mal ein bisschen was tun, was der Produktivität dienlich wäre. Ja, anstatt jetzt rumzumauen oder mir zu überlegen, wo baue ich jetzt wie was oder was baue ich hier wieder ab oder. Wir haben ja vor kurzem, ihr erinnert euch vielleicht, den Kampf gegen den Enderdrachen gewonnen im End. Und dadurch ergeben sich ja für uns wieder eine ganze Reihe an interessanten Möglichkeiten. Ich bin jetzt gerade auf der Suche und ich hätte schwören können, ich habe irgendwo noch nicht Enderaugen, sondern ganz normale Enderperlen. Wo kann ich die hingelegt haben? Ja, da werde ich jetzt mal kurz ein bisschen suchen müssen. Also ich wollte mich auf jeden Fall jetzt ins End begeben. Ins End, nicht in den Nether, ins End. Ja, und wollte mich da mal ein bisschen umschauen. Ich wollte mir mal ein paar Chorusfrüchte besorgen. Ich wollte mir mal ein bisschen von diesem Endstein besorgen. Aber so wie es aussieht, ja, muss ich dafür noch ein bisschen was tun. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich die Enderaugen hingelegt habe. Ich könnte schwören, ich hatte da noch eine ganze Menge von gehabt, aber irgendwie, ja, so kann es gehen. Moment, eine Truhe habe ich noch, wo ich reingucken kann. Das war hier oben direkt bei mir im Schlafgemach. Ja, natürlich auch nicht. Ja gut, dann werde ich einfach mal so loslaufen und hoffen, dass ich auf meinem Weg... Ich hätte echt schwören können. Naja. Dass ich auf meinem Weg den einen oder anderen Enderman noch erwische, beziehungsweise dann auch das eine oder andere Enderauge, sonst ist die Reise im Grunde auch ganz schnell wieder vorbei. Okay, dafür müssen wir erstmal zurück in diesen Endportal-Dungeon? Ja, irgendwie sowas. Ja, und da war ich hier eigentlich schon fast Gold richtig. Ja, okay. Ich hatte wirklich gedacht, ich habe noch irgendwo... Ich habe bestimmt auch irgendwo noch diese Augen. Ja, aber wie das eben mal so halt so ist. Ne? Wenn man zu viele Kisten hat, ich muss mir irgendwann mal ein richtig gutes Lagersystem hier nochmal einfahren lassen. Wo irgendwie wirklich alles auf einen Haufen ist und automatisch sortiert wird und. Ja gut, ich weiß noch nicht, ob das hier nur ein Part wird, ob es nachher mehrere Parts werden. Ich kann echt nicht einschätzen, wie lange das dauert, denn ich möchte ja nicht nur im End so ein bisschen rumgucken. Na, Moment. Nee. So, denn ich möchte im End ja nicht einfach nur so ein bisschen rumgucken. Ich möchte ja, wie gesagt, auch Stein, Chorusfrüchte und. Und außerdem würde ich gerne mal auf die Jagd gehen nach so einem Enderschiffchen, um zum einen auch ein paar Schalkerboxen vielleicht mal abzusahnen und vielleicht sogar eine Elytra. Ja, und ich denke, das wird mir im späteren Verlauf hier im Hollow beim Bauen und so weiter extremst weiterhelfen. Und deswegen, ja, möchte ich das gerne mal in Angriff nehmen. Aber ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Also ich werde mal, wie gesagt, selber ein ganz klein wenig rumtesten müssen. Erstmal darf ich mich nicht hier von jedem einzelnen Knochen ablenken lassen, der hier so rumliegt. Hui, Platsch. So, und da sind wir auch schon am Eingang. Das werde ich irgendwann mal auch ein bisschen mehr veredeln. Aber erstmal Behutsamkeit. Ne, Moment. Ja, doch, Behutsamkeit. So, erstmal buddeln wir uns hier wieder nach unten. Wir haben ja keinen allzu weiten Weg nach unten. So. So, und da sind wir eigentlich auch schon in unserem Dungeon angekommen. Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht wieder. mal kurz hier um die Ecken gucken. Ach, da drüben, glaube ich. Da war es auch schon direkt. Ja, okay, hier haben wir dann auch noch ein paar Klamotten drin, die wir... Ja, vielleicht nehme ich die nachher mit. Ein Bettchen. Ja, und ich mache jetzt einfach mal kurz und schmerzlos und... Ups, hier einfach rein. So, und hier müsste ich jetzt tatsächlich wohl erstmal ein bisschen kämpfen. Den einen oder anderen Enderman.
damit ich die eine oder andere Enderperle bekomme, sonst geht's nämlich hier gar nicht mal so schnell weiter. Ich werde mir einfach mal kackfrech einen angucken. Hallo, Enderman. Hallo. Na, guckst du. Zang. Wunderbar. Reicht mir aber noch nicht. Ich will mehr. Ich will mehr. Und dann kann ich euch auch zeigen, falls ihr es nicht schon wisst, was das mit diesem komischen, nicht Pilom, sondern mit diesem Dingelchen da hinten auf sich hat. Denn das hier ist ja so quasi diese Endinsel. Hier haben wir den Drache besiegt. Und dann ist hier erstmal nicht besonders viel um uns rum. Das ist wirklich nur dieses kleine Inselteilchen. Aber das End ist ja dann noch nicht Ende. Da ist ja... Da steckt ja noch ein bisschen was dran. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. 5 ist mir aber immer noch ein bisschen zu wenig. Auf die Beine, auf die Beine. Aber jetzt habe ich sofort mehrere. Na, komm schon. Vielleicht mal erstmal vernünftig regenerieren sollen, bevor ich hier einen großen Krieg anfange. So, immer schön nach unten gucken, immer schön nach unten gucken. Ein bisschen Regeneration kann nicht schaden. So, was haben wir jetzt hier an 10? Ja. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob nur hier die Endermen spawnen oder ob die auch da spawnen, wo wir gleich hingehen. Aber man kann eigentlich nicht zu wenig von diesen Augen haben, deswegen gucke ich mir die hier auch nochmal ein bisschen genauer an. Ja, und eigentlich, ich bin ja immer dran, EP-Farm und. Ja, so eine Enderman-EP-Farm wäre doch auch mal eine Idee, ne? Platz haben wir ja. So. Ja, und ihr seht, ja, okay, nicht nur 14 Enderperlen, sondern ich habe auch ein paar Level verloren. Ich hatte nämlich fleißig entzaubert, bevor ich hier los bin. Einfach nur für den Fall, ja, dass ich hier auf einmal tot umfall. Und jetzt bin ich gerade am gucken. Ja, das Ding ist wieder richtig geil positioniert, muss ich ja mal sagen. Ja. Hilft alle nichts, ne? Irgendwie muss ich mich da jetzt erstmal hochbauen. Und zwar möglichst so, dass man dann da später auch wieder runterkommt. So, ich habe mir aber extra auch ein bisschen Bruchstein mitgenommen. Ja. Ach, wer denkt sich sowas aus? Ja, also erstmal eine Treppe nach oben bauen. Also so eine einfache Schmutztreppe sollte reichen. Irgendwann werde ich auch mal was Schönes bauen. Hallo? Habe ich dich etwas schief angeguckt? Warte, ich komm runter und wir klären das. Na, komm. Na, wo bist du? War er nur neugierig? Wie gesagt, Enderaugen kann man nicht genug haben. Komm schon. Tidlililing. So. Ja, wer auch immer sich dieses Design ausgedacht hat. Ich meine, das hier finde ich zwar interessant, sieht zwar mehr aus wie so eine Unterwasserwelt, also aus Schwamm. So, aber... Ja, also ich kenne das alles hier auch selber nur aus Mythen und Legenden. Ich habe das selber tatsächlich noch nie selber gemacht. Also ihr erlebt mich hier quasi gerade mehr oder weniger live beim Scheitern. Wie gesagt, ich weiß nicht, was kommt, also oder wie genau das funktioniert. Ich weiß nur, dass sobald man den Enderdrache besiegt hat, so ein ja, Pilom, so ein schwebendes Ding hier auftaucht. Und da kann man sich dann etwas weiter, also man wechselt jetzt gleich nicht die Welt, man bleibt in derselben Welt, man ändert nur die Position, habe ich irgendwo mal gehört. Weil hier ist ja rundrum ja, ziemlich viel nichts. Ne? Hier ist nur diese eine Insel. So, und wir teleportieren uns quasi jetzt ein paar tausend Blöcke oder sowas dann weg. So, und hier kommt man aber auch nicht einfach so rein. Oh, doch, kommt man. Oh, das war mir neu.
dass man dann hier so teleportiert wird. Ich dachte, man muss da wirklich ein Enderauge reinwerfen. Ja, und jetzt ist hier unser Problem. Wir sind jetzt hier oben. Ja, aber woanders. Und hier seht ihr jetzt hier überall diese lustigen Inseln. Okay, Enderman haben wir hier auch. Ja. Was denn? Nur weil ich mal kurz rüber gelunzt habe. Ah, toll. Sofort vier auf einen Haufen. Ach, ja. Was soll man sagen, ne? Werde ich mal ganz raffiniert so machen. Zum. Und hoffen, dass die mich jetzt nicht umbringen. Das sind nämlich gar nicht mal so wenig. Ja. Und auch das, was ich hier mache, dieses Dauerfeuer aufs Schwert. Eigentlich ist das totaler Blödsinn. Ja, aber, naja. Ja, komm schon. Ja, nicht zu empfehlen, ohne Rüstung oder... Ja, wenn man nicht schon ein bisschen was auf dem Kerbholz hat, ne? Oder auch eine einigermaßen vernünftige Waffe. Okay, die können wir aber auch so benutzen. So, und dann sind wir hier auf einer, ja, auf einer Insel irgendwie. Und hier haben wir diese Chorusfrüchte. Und die haben die Besonderheit, die bestehen einmal hier aus dieser Frucht irgendwie. Und wenn wir hier unten draufhauen, flupp, ne, dann zerploppt das ganze Ding. Und wir können auch das hier einsammeln. Wie heißt das? Das heißt, das ist die Chorusfrucht. Und das da, Moment, man sieht es nicht auf den ersten Blick. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Normalerweise. Chorusfrucht, habe ich das Ding jetzt kaputt? Ne, da ist es. So, wir haben eine Chorusfrucht und eine Chorusblüte. Ja, und die, ja, da komme ich jetzt ganz schlecht oben dran. Den, oh, den kriege ich noch. So, aber auch die Chorusfrüchte, zack, zack, zack. Da kann man wiederum auch Blöcke machen, man kann die Dinger anbauen. Ja, und das werden wir auch alles tun. Ja, aber ich bin eigentlich auf der Suche nach so einem Enderschiffchen. Und wie gesagt, ich will Schalkerboxen haben und ich hätte gerne eine Elytra. Ja, das kann allerdings sich Ewigkeiten hinziehen. Eigentlich müsste ich auch erstmal die Koordinaten einschalten. Ups, nur für den Fall, dass ich mich hier verlaufe. Nur für den Fall. So, damit ich dieses Ding dann nämlich wieder finde. So, das werde ich auch mal eben machen. Ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Jetzt auch mit Koordinaten. Einfach nur für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass ich mich hier irgendwie verlaufe und... Na, irgendwie neigt man dazu, immer wieder die Enderman anzuglotzen, aus Versehen. Also damit ich dieses Ding für die eigentliche Rückkehr auch wieder finde. Na komm. Ja, ich denke, wir werden den einen oder anderen Kampf hier noch bestreiten müssen. Wobei, ist ja in Ordnung. Wir haben ja auch gesehen, wir kommen noch mit drei oder vier oder auch mehr klar. So, jetzt sind wir allerdings schon ein paar Minuten dran. Ja, Chorusfrüchte und so weiter, alle sehr interessant. Lassen sich auch sehr gut einsammeln. Nur diese Blüten, da muss man dann schon mal ein bisschen gucken, weil die wachsen für gewöhnlich relativ weit hoch. So, aber wenn man das so tut... Klick. Ja, die fallen leider nicht mit runter, wenn man die Blüte... Also die würden kaputt gehen, wenn man einfach nur den Stängel kaputt haut. Deswegen gucke ich immer, ob man da irgendwie noch drankommt. Ja, kommt man nicht. Und dann kann man immerhin noch die Blüten mitnehmen. Die Früchte. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, so ein bisschen... Einfach nur so ein paar Stück. Für unser Inventar. Ja, und dann bin ich sowieso gespannt, wenn wir wirklich irgendwo einen Schalker finden. Das wird auch nochmal ein interessanter Kampf. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Dinger sind. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Mythen und Legenden. Und ich weiß nicht, wie es bei der Windows 10 Version ist. Die einen sagen, man kann die nicht mit Pfeil und Bogen angreifen. Andere sagen, kein Problem. Ja, okay. Und ich denke mal, ja, man kann nicht besonders weit gucken. Deswegen ist es ziemlich schwer einzuschätzen, wo sich hier was befindet.
Ja, und von Insel zu Insel hüpfen, ja, wir könnten die Enderperlen eigentlich nutzen, um hier rüber zu springen. Naja. Aber auch da verliert man dann sehr schnell eventuell die Orientierung und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, auch ob wir das Ding überhaupt weit genug geworfen kriegen. Wäre natürlich auch geil, wenn man dann wirft, ne, und dann kaputt. Man könnte sich natürlich auch rüberbauen zu den einzelnen Dingern. Und ich glaube, das werde ich hier auch mal machen. Ja. Ja, vielleicht sollte ich gleich auch mal ein bisschen ausholen. Ja, das bleibt jetzt leider nicht aus, ne, dass man dann hier mal den einen oder anderen Weg bauen muss. Und ich möchte hier halt nicht runterfallen. Ich falle ständig überall runter. So, aber bevor es da wirklich losgeht, glaube ich, müsste ich mir ein paar, beziehungsweise ein bisschen Endstein hier noch mitnehmen. Jetzt könnte es eine kurze Reise werden. Aber ich mach mal. Geht ja relativ fix. Ding, 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 ding. Ja, und dann kann ich mir, wie gesagt, auch überlegen, ob man sich hier in der Gegend nicht irgendwie eine Enderman-Farm baut. Für Enderperlen, für EP, weil ich glaube, die geben mehr EP, als wenn wir einfach irgendwelche Skelette oder Zombies umhauen. Ja, und hier haben wir genug Freiraum, um zu sagen, okay, man baut sich mal irgendwie so raus ins Schwarze. Ja, damit die da in Ruhe spawnen können, ne? Und dann fallen die da irgendwie runter, kriegen schon Schaden und wir können mit einem Streich dann so wupp, wupp, wupp. Ja, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Da werde ich mich aber erstmal erkundigen, bevor ich solche Dinge mache. Ah, neugierig. So. Ja, erstmal möchte ich auf die andere Insel quasi rüber. Oder vielleicht auch direkt so bauen, dass man. Ja, beide Inseln. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt einfach nur hier rüber baue, natürlich auch Schwachsinn. Ach, dann ist alles nicht so leicht. Und ich sehe schon kommen, mir geht dann gleich auf halbem Weg irgendwie der Endstein aus. Naja, einfach mal machen, ne? Einfach mal ein bisschen bauen und ins Nichts gucken. Und die pure Gewissheit, wenn ich den Finger von der Shift-Taste nehme, dass ich dann einfach wegstürze und tot bin. So. Ah, okay, die können sich ja auch porten. Ja, und dann müsste man sich irgendwann mal überlegen, ob man sich hier richtige Wege baut, nicht nur sowas wie das, was ich jetzt hier mache, sondern vielleicht mal so eine richtige Straße, wo man sich vernünftig bewegen kann, wo man vernünftig laufen kann, wo man nicht Angst haben muss, irgendwie sofort hier einen Block breit runterzufallen. Wobei, geht ja eigentlich ganz gut hier, ne? Schon die ersten neugierigen Endermen wieder an. So, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt alles andere als eine schöne und zuverlässige Treppe. Ja, und da muss man sich dann ja noch weiter bewegen. Wie gesagt, man muss ja erstmal, ja, jetzt so eine Festung, so ein Schiffchen. Also, ich meine, es gibt ja ein Schiff und eine Festung. Ja, da muss man jetzt erstmal finden, ne? Das muss man erstmal finden. So, und ich glaube, bevor ich euch jetzt Stunden über Stunden zuschauen lasse, wie ich hier alle möglichen Dinge suche, werde ich jetzt mal ein bisschen rumgucken. Ja. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich bei euch zurück, sobald ich eine Festung oder ähnliches gefunden habe. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das Video hier jetzt nicht 8,5 Stunden lang werden zu lassen. Okay, der muss noch weg. Hast du jetzt davon. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eine Festung gefunden habe. Bis gleich. So, hallo und willkommen zurück. Ja, ich habe mir hier ja jetzt mal so richtig ordentlich Arbeit gemacht.
und habe gleich angefangen, hier die Wege ein bisschen detaillierter auszubauen. Hab hier also Ewigkeiten in mehrere Richtungen einfach mal gebaut, mir zwischendurch, und das sollte ich jetzt auch nochmal machen, so Pylome dahin gebaut, damit ich auch aus der Ferne so ein bisschen sehen kann, aha, Stein, hier geht's zurück nach Hause, weil hier kann man sich tatsächlich sehr, sehr schnell verlaufen. Ja, aber die gute Nachricht ist, ich habe insgesamt 3 Festungen gefunden, 2 große, wo sogar ein Schiff bei ist, und ein klein. Ja, und da gehen wir jetzt auch einfach mal hin. Wie gesagt, auf dem Weg dahin werde ich mir nur einfach noch ein paar von diesen Dingern hier hinsetzen. Hat auch ewig gedauert. Ich habe hier angefangen, Endstein abzubauen und mir dann diese gigantischen Brücken hier irgendwie in diesen Bereich reinzusetzen. Bis ich dann irgendwann mal auf den Klops kam, boah, guck mal, ich kann ja nur, also man sieht ja nur ja, eine gewisse Reichweite, bis ich erstmal auf die Idee gekommen bin, hey, ich kann doch mehr Chunks laden zum Gucken und kann mich dann so besser, ja, hat ewig gedauert, bis ich dann mal drauf gekommen bin. Ja gut, aber so habe ich mir dann, oder mir einen relativ guten Überblick verschaffen können, da man mit 64 Chunks doch verhältnismäßig weit gucken kann. Ja, und deswegen laufen wir jetzt einfach mal ganz kackendreist und kackfrech in Richtung einer Festung. Und ich bin echt gespannt, was mich da erwartet. So, bislang sieht man ja alles ganz gut. Also ich hatte, bis ich gerade wieder auf Aufnahme gedrückt habe, hatte ich auch 64 Chunks hier Sichtreichweite eingegeben. Das heißt, wenn man hier ein bisschen erhöht steht, kann man eigentlich wirklich sehr, sehr weit gucken. Ne, so, dass man die Dinger hier gar nicht braucht. Hier im End kann man das auch tatsächlich sehr gut machen. Hier ist nicht so viel los wie in der regulären Welt draußen. Also da kackt der Rechner nicht ab. Ich werde euch das gleich mal zeigen. Ich will jetzt hier normal, ich habe jetzt 16 Chunks Sichtreichweite. Das reicht mir für gewöhnlich für alles aus. Ich werde euch aber gleich mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn man erhöht steht und einfach mal die 64 Chunks anmacht. Und ja, und dass ich erst eine knappe Stunde später darauf gekommen bin. Ja, natürlich habe ich hier dann auch so richtig schöne Bauwerke hinknüppeln dürfen wie das hier. Einfach nur irgendwelche Treppen. Also das ist schon eine mächtig trostlose Gegend hier, kann man einfach mal sagen. Aber ich kann euch sagen, so weit sind diese Festungen eigentlich gar nicht entfernt. Ich meine, wenn man sie nicht sehen kann, ja, es wirkt natürlich sehr, sehr großräumig. Ich meine, das ist das Ende. Also es ist sehr großräumig. Naja, aber im Großen und Ganzen liegen die Festungen tatsächlich gar nicht mal so weit auseinander. Aber wie gesagt, das werde ich euch gleich zeigen. Das sieht ja jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke, ich sehe ja schon gar nichts mehr. So, möglichst hier keinen Kampf oben anfangen. So, wir rennen quasi schnurstracks und geradewegs in Richtung Festung. Ich bin tatsächlich noch nicht näher rangegangen. Also ich bin bis hier hinten, ich habe mir dann diese Brücke gebaut und habe mir dann diese... Ja, Pylome, die muss ich hier noch hinstellen, diese kleinen Dinger, einfach nur für meine Orientierung, damit man nachher zurückkommt. Und ich meine, dass ich in die Richtung da drüben muss. So schrie ich irgendwie. Was? Frech werden? Na, komm schon. Uppala, da ist er mir doch glatt ins Schwert nie gerannt. Kann man nicht genug von haben. Wie gesagt, ich bin... anders. Ich weiß noch gar nicht, was in dieser Festung eigentlich auf mich zukommt. Ich hatte nun mal diverse Tutorials gesehen. Deswegen weiß ich, dass es unterschiedliche gibt. Also größere und kleinere. Und dass es auch Enderschiffchen irgendwie gibt, wo Schatztruhen drin sein können. Bla 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 bla. Und auch hier, wir sehen irgendwie noch gar nichts. Ne? Also wenn ich die Sichtweite höher stelle, sprang mich das Ding förmlich an. Da habe ich dann auch erstmal gemerkt, dass ich schon fast daneben stehe. Aber okay, wollen wir mal das Abenteuerliche nicht hier komplett rausnehmen, sondern einfach mal ein bisschen suchen. Aber ohne Spaß, die Orientierung ist schon wieder weg, ne? Also wenn ich jetzt die Dinger hier nicht hinbauen würde. Und das sieht so nah aus, ne? Wenn man die Sichtweite so ein bisschen erhöht nur. Wie gesagt, hier im End kann man das in der Regel auch einfach mal machen. Hier ist nicht so viel los, dass sofort alles losleckt. Also ich konnte mich hier sehr, sehr gut bewegen.
Eigentlich glaube ich sogar ruckelfrei. Also bei mir ging es weiter mit 60 FPS. So, aber da hinten, da sehen wir auch schon das Schiffchen. Und da drüben sehen wir dann auch schon die Burg. Und jetzt habe ich wieder einen Fundament angeguckt. Ach, ich denke, das bleibt nicht aus. Ach, nein. Ja, kommt alle her, kommt her. Ich hatte die ganze Zeit so viel Glück. Zum Glück ist das nicht so, dass die alle aggressiv werden, wenn man sich mit einem bekriegt, so wie diese Zombie-Pigmen. So, und auch hier, wie gesagt, immer mal wieder zur Orientierung, einfach mal so ein Steinchen hin. Ja, und irgendwie müssen wir uns dann ja... Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Muss ich aufpassen, ich muss ja... Irgendwie müssen wir uns ja auch gleich auf dieses Schiff da hochbauen. Was wir natürlich komplett plündern wollen. Und eigentlich, den Style hätte man eigentlich auch mal klauen können, ne? Für ein Schiff in der echten Welt. Na, okay, ich würde sagen, ein Pilümchen stellen wir hier noch hin. Zack, zack, zack. Wie gesagt, beim Rückweg werde ich dann sowieso die Sichtweite anmachen und dann, ja, sieht man quasi den Ausgang schon. Aber jetzt würde ich erstmal richtig gerne mal in diese Festung, beziehungsweise näher an diese Festung ran, eine Enderfestung. Das erste Mal, dass ich so ein Ding überhaupt betrete. Und ich hoffe natürlich, das Ding ist ja jetzt auch nicht ganz klein, dass man auch mal eine Elytra findet. Ach, da bin ich. Huhuhuhu. Ja, die Steine sehen sehr abenteuerlich aus. Und da sind auch schon Schalkra-Boxen.